Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 15 von Simo Trans mit dem Comic Pack 192. Ja, wir haben letztes Mal hier geguckt. Statt erweitern müssen wir hier noch diese Industriegebäude müssen wir noch mit einer Bushaltestelle anschließen. Das werden wir jetzt gleich in der Folge machen. Ich denke, wir gehen dann noch weiter zu den anderen Städten. Was ist hier? Hier ist was falsch gelaufen, ne, oder? Ah ne, hier ist nur der Bahnhof 2 länger, deswegen ist dieses Feld länger. Ist doch alles richtig, glaube ich, soweit. Ja, das ist da, ja, gut. Und dieses, da müssen wir hier mal irgendwann auch noch was machen. Das kriegen wir dann alles hin. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro, ne? So, dann wollen wir mal loslegen, dass wir hier die Bushaltestelle hinkriegen. Die ist hier 1, 2, das würde dann auch passen. Dann müssen wir nur schauen, dass die im gleichen Schema passt. 1, 2, das heißt, die muss hier hin. Ne? Dann wollen wir mal schnell die Straße da hinlegen. Das war ja dann hier. Die mit dem Briefkasten. 2. Ja, passt. So, und dann müssen wir den Stadtbus nutzen. Die Linie müssen wir Stadtbus Eislingen müssen wir ändern. Da ist er. Fahrplan geändert. Eislingen Rathaus nach Niederkirchner Straße nach. Ah, ich sehe gerade, wir haben ja das System falsch gemacht, ne? Wir haben nicht hier. Der fährt eine Rundreise sozusagen. Das mit der Rundreise war ja nicht so gut, ne? Das war ja so, dass wir vom Bushaltestelle zum Rathaus immer fahren wollten, oder? Das bedeutet hinzufügen nicht, sondern einfügen. Und hier muss das Rathaus hin. Ist das das Rathaus? Ja. Das passt jetzt, ne? Rathaus nach da, da. Dann nochmal einfügen, Rathaus. Ne, da muss ich hier hin, so. Das passt. Und dann machen wir hinzufügen wieder. Dann wieder Rathaus. Und dann fährt er hier nach Magdalenenstraße. Und von der Magdalenenstraße zum Rathaus. Dann ist es richtig, ne? So, das passt noch. Zwei Halte können wir dann noch zumachen. Dann ist der Stadtbus eigentlich erledigt. Dann müssen wir einen zweiten machen. So, ich glaube, das haben wir dann gut hingekriegt. Das ist alles dann abgedeckt. Bin schon wieder mit BASD am Gange. Das ist falsch. Ne? Simutrans geht mit Pfeiltasten. Jetzt haben wir hier noch Hamburg oder was? Ah ne, Netfen. Und Netfen ist aber noch alles abgedeckt. Und dann ist Hamburg hier hinten, glaube ich. Ne? Hier war Hamburg. Ja, aber das ist auch abgedeckt. Dann gehen wir mal, denke ich mal, wieder über die Karte. Dann ist Roßlau das nächste. Roßlau ist aber abgedeckt. Ja, passt alles. Und dann das nächste ist Lübeck. Lübeck ist auch abgedeckt. Da war dann Attendorn, kann das sein? Komm, da gehen wir wieder über die Karte. Ja, ich glaube, da ist nur noch Attendorn dann. Und Attendorn ist nicht abgedeckt. Da gibt es hier zwei Haltestellen, die wir noch basteln müssen dann. Ah, da, dort. So, 1, 2, 1, 2, 3. Also bis dahin. Haltestelle dorthin. Und der ist da nicht abgedeckt. Das bedeutet, hier unten muss noch was hin. Das wäre ja richtig. 1, 2 hier. Ich würde das jetzt mal so machen. Und so machen. Und dann müssen wir den hier wegreißen. Und dann kriegen wir da die passende Haltestelle hin. So, und hier gibt es natürlich noch keinen Bus für die Stadt, oder? Attendorn hatte das noch nicht. Ja, Stadtbus Attendorn fehlt noch. Das bedeutet, wir bauen da eine neue Linie. Mach das mal weg. Nennt sich dann Stadtbus Attendorn.
Das passt, hinzufügen ist richtig. Wir starten hier, fahren nach hier, kommen zurück, fahren nach hier. Rathaus, Schönauer Straße, Lachen, Schönauer Lachen, ja, Rathaus, Elserstraße. Und dann passt das. Gut, der fährt rund um die Uhr, ne? Warten auf Mindestbeladung? Nee, ich glaube, das müssen wir so lassen. Das ist halt so. Er hat die Linie nicht übernommen. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ja. Wahrscheinlich da nicht richtig Enter gedrückt oder sowas. Stadtbus. Attendorn. Stadtbus Attendorn, bitte. Jetzt hat er. Gut, das ist erledigt. Jetzt weiß ich nicht, hatten wir ja bei Lübeck. Hatten wir nicht, ne? Ne. Wo haben wir denn? Nur hier haben wir ein Depot, ne? Na, dann ist das halt so. Oder war in Roßlau auch noch eins? Ne. Ne, da war keins. Dann brauchen wir hier den mit dem und auf die Linie Stadtbus Attendorn und starten. Los, Werther. Roßlau war mal gut. Schauen wir, dass wir hier nochmal hinkommen. Der müsste jetzt hier irgendwo sich bewegen. Da ist er. Ja, fährt schon mal. Okay, das würde bedeuten, wir gehen mal auf die Karte gerade. Wir haben das alles fertig. Jetzt müssen wir nur hier, aber da haben wir, glaube ich, schon mit angefangen zu gucken. Ne? Hier ist alles richtig. Und hier ist auch alles richtig. Ja. Hier hatten wir ja die Schifffahrtslinie. Wie viele macht die? 10 Personen stehen da, die alle nach Roßlau wollen oder über Roßlau. Passt also. Kurz nochmal auf die andere Seite schauen. Gibt es hier schon Fahrgäste? Palenberg, Stadthagen über Palenberg, alles über Palenberg nur hier. Da ist noch nicht mitgekommen, dass man da hinfahren kann. Haben wir Öhr abgedeckt? Ja, haben wir auch. Das haben wir noch nicht geguckt, glaube ich. Aber das haben wir jetzt geguckt. Oder wir haben es ganz am Anfang geschaut gehabt. Okay, damit sind wir da schon mal durch. Dann würde ich sagen, können wir das zumachen? Können wir auch zumachen? Dann würde ich mal hier gerade eine Liste angucken. Ach so, die Tante Mimi hatte mir noch geschrieben, ne, dass ich hier diese Balken ja sehe. Da sehe ich, wie viele Leute da warten. Das weiß ich, habe ich leider schon wieder nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Alles gut. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Markierungsliste. Stadtliste gucken wir jetzt erstmal und das sortieren wir nicht nach Namen, sondern nach Einwohner. Hamburg ist am kleinsten und Stadthagen ist am größten. Ist dem so? Sieht jetzt nicht so aus eigentlich, aber ist halt so. Ah, da sind schon große Häuser hier, ne? Ah, da sind auch schon zwei, ne? Gut. Ah, Palenberg ist jetzt... Ah, guck mal, das sind die beiden Städte, die auch zueinander gehören, ne? Palenberg ist auch groß. Und dann sollte man nicht meinen, dieses kleine Öhr, ja, dieses Haus ist wahrscheinlich schon Passagieraufkommen 3, ne? Das ist schon nicht schlecht. Gut, das haben wir hier. Statistiken will ich jetzt nicht. Hier machen wir zu. Wir gehen wieder in die Liste. Das war die Stadtliste, Warenliste. Und hier war die Industrieliste, die noch leer ist. Da müssen wir unbedingt aufpassen, wenn eine kommt, dass wir das mitkriegen. Touristische Ziele, haben wir ein paar orthodoxe Kirchen und zwei Burgen. Vielleicht sollten wir da weitermachen. Müssen wir mal schauen, ne? Welche sind denn schon angeschlossen? Die Grünen? Ich glaube, die Grünen sind angeschlossen, ne? Oder? Die ist angeschlossen. Die ist angeschlossen. Die ist auch angeschlossen. Okay, und jetzt müssen wir die haben. Die an der Straße liegt die ja schon. Das wäre jetzt eine Bedeutung, dass diese Linie Naumburg-Weiterstadt, Regionalbus, da eigentlich nur ein Halt eingebaut werden. Wie voll ist denn der? Da fährt auch keiner mit. Gerade.
Das würde bedeuten, machen wir das hier nach unten. Den und den da so hin. Und dann diese Linie, Fahrplan ändern. Und da einfügen. Diesen halt. Und dann nochmal wieder hinzufügen. Und nochmal den halt. Dann hält er dazwischen an. Dann ist es auch abgedeckt, angeschlossen. Steht aber keiner. Aber wir können das ja mal hier so offen lassen. Wo fährt er jetzt lang? Der hat jetzt gedreht, weil die Linie anders ist, oder was? Sind bei dem anderen was drauf? Aber dann fährt er ja wieder so Meilen weiter hin, oder? Aber der hat auch gar nichts drauf. Also spielt es keine Rolle, in welche Richtung die fahren, glaube. Gut, dann haben wir das schon mal gelöst. Jetzt haben wir noch einen hier in grün. Wo ist das? Irgendwo im Landesinne bei den beiden Burgen. Okay. Und das Ganze bei Stadthagen. Okay. Und alles am Wasser, ne? Ja, weiß ich nicht, ob wir das jetzt irgendwie verbinden sollen. Die war mittendrin, dann fehlt uns die noch wo ganz anders. Die ist auch bei Stadthagen hier, oder? Ja. Ja, man könnte einen Touristenbus dann da machen, ne? Aber so wirklich... Also den würde ich ja noch sagen und diese beiden da anschließen würde ja noch einen Sinn machen. Aber das andere ist ja schon wieder so weit weg. Wo du dann die Frage machst, ja, aber Passagieraufkommen ist natürlich reichlich, ne? Wie bleibt so eine orthodoxe Kirche? Ja, 9. Also die Burgen sind schon sehr interessant dann, ne? Vielleicht sollten wir daran arbeiten. Ja, das ist dann, und die vierte war hier oben auch noch, ne? Da, ja. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Vielleicht können wir da irgendwie was anderes hinbauen. Straße ist doof. Normalspurbahn. Schiffe da rumfahren, das ist hier, ist die Landmasse zu groß. Das bringt also nichts. Was haben wir hier? Narrow, das ist Schmalspurbahn, ist das, ne? Schiffe haben wir schon ausgeschlossen, Luftfahrt ist auch nicht. Magnetschwebebahn werden wir noch gar nicht haben. Jetzt ist die Frage, aber das hier gibt es ja schon alles, ne, oder? Ein Bahnsteig. Schmalspurbahnschiene. Vielleicht sollte man die da machen, das ist doch ein cooles Ding, oder? Dann würde ich jetzt mal sagen, sitzen wir mal hier in diesem Städtchen, dem Bahnhof. Warte mal, das ist der Halt, ne? 1, 2, das heißt 1, 2 und dann hier. Das sind jetzt 3, ne? 1, 2, 3, ja. Und da machen wir einen Bahnsteig hier. Wie viele Personen stand da? 3? Ne, ne? 32, okay. So ist das schon mal gut, oder? Ne, der war jetzt falsch. Den wollte ich tatsächlich nicht, sondern ich wollte die Autogeschichte. Weil ich wollte hier noch... Dann die Bushaltestelle müssen wir natürlich da auch noch hinbauen. Hätte ich einen weiter rüberziehen können, ne? Naja, jetzt ist es falsch. Könnten das natürlich noch abreißen und dann machen, aber das ist jetzt nicht so wild. Das passt nicht, weil hier Dingens ist, wie heißt es? Nicht gerade. Da brauchen wir das und machen das da, so. Ja. Dann sollte es passen und ich hoffe, es geht dann daneben her. Ja, tut es. So.
So, und dann Schmalspurbahn haben wir schon ausgewählt. Machen wir hier lang. Ja. Hier gibt es noch ein Depot. Ne, machen wir da nicht hin, machen wir hier irgendwo hin. So. Machen wir da hin. Hier oben muss noch ein Bahnsteig hin. Ah, das ist eins zu kurz. Dann müssen wir da nochmal arbeiten. Den dritten so und dann machen wir da noch eine Schräge hinter. Und dann fahren wir dann weiter da hinten vielleicht mal hin. Wo ist die? Die war doch hier auch noch, ne? Ja, die orthodoxe Kirche nehmen wir dann vielleicht auch nochmal mit. So, das bedeutet ein Gleis länger machen und den Bahnsteig auf 3 ausbauen. Haben wir. Dann ist das doch erstmal durch, oder? So, und dann mach das mal gerade zu, machen wir hier auf. Schmalspurbahn. Müsste dann das sein, ne? Ja. Neue Linie. Ich nenne das mal Spurbahn, so SSB. Ist jetzt nicht irgendwie Schweizer Bahn da. Ich glaube, das ist auch, doch, ist auch SSB, ne? SSB und dann nennen wir das Nee, warte mal. Wie können wir das denn nennen? Sag doch mal einen Vorschlag. Sehenswürdigkeiten. Passt. Und dann ist da hinzufügen. Und dann machen wir das. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Machen wir das und das. Und hier machen wir eine Mindestbeladung hin. Von 10%. Ja. SSB-Sehenswürdigkeiten und warten auf Mindestbeladung. Passt, das passt, das passt. Dann wäre das erstmal gut. Ich hoffe, ja, gibt es zum Glück, ne? Ich hätte schon Sorgen. Was ist das? 35 km/h verfügbar. Dampflokomotive, Kastenlok. Okay. Passagierzüge. Das sind 30, das sind 36. Geschwindigkeit ist gleich. Ja. Ich glaube, spielt keine Rolle. Ich würde aber diesen favorisieren. Haltlänge 2. Haltlänge 3. Lassen so, ne, oder? SSB Sehenswürdigkeiten. Und starten wir den. So. Verlässt. Kastenlok. Verlässt Depot. Hier sieht man so gleich ein bisschen von der Seite, würde ich gerne sehen. Okay. Naja, sieht ganz interessant aus, ne? Gut. Kastenlok kann 180. Das war vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Kann das sein? Ja. Hier wartet natürlich noch keiner. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Genauso ist es. Okay, der wartet, der kostet uns erstmal kein Geld, glaube. Das ist alles gut dann.
Ach so, hier ist mehr Lagerkapazität, weil die Bushaltestelle dran ist. Ich war gerade am Überlegen, oder das Problem ist, dass es mit mal da mehr ist. Okay, dann haben wir das erste. Ich würde sagen, das soll für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.